Hallo und grüß euch. Super, dass ihr wieder dabei seid beim Nachhaltigkeitsmagazin von der Salzburg AG. Heute haben wir wirklich drei lässige Themen, würde ich einmal sagen, für die Jahreszeit. Früher Herbst, sehr später Sommer. Wir setzen Blumenzwiebeln, ganz wichtig für nächstes Jahr, für unsere geliebten Insekten. Wir setzen dann noch einen Topf mit was spätsommerlich Blühenden und dann ein paar Zwiebeln einschwindeln. Und ganz am Schluss schauen wir noch einen Kräutergarten, weil ich glaube, da finden wir was, was einerseits für uns, aber auch für Biene, Hummel, Schmetterling und so weiter interessant ist. Jetzt gehen wir es an. Jetzt um die Zeit, viel Glauben vielleicht, jetzt ist es noch recht früh zum Zwiebelsetzen, aber ab September ohne weiteres, weil nämlich viele Zwiebelpflanzen, zum Beispiel Narzissen auch, dann sich sehr langsam entwickeln und einwurzeln. Und da ist es gut, wenn ihr viel Zeit gibt bis nächstes Jahr, dann sind sie eben super entwickelt und sind dann im Frühjahr oder im Sommer, je nachdem, was ihr seht, schön herausten und dann das, was machen sollen, nämlich polieren und eben eine super Insektenweide sein. Und es gibt eben so viele verschiedene Sachen, die man einsetzen kann im Herbst. Wir sagen Zwiebelpflanzen dazu oder der Fachausdruck ist Geophyt, muss sich kein Mensch merken. Manche haben aber auch Knollen. Und jede von diesen Zwiebelpflanzen will ein bisschen anders behandelt werden. Und das macht das Thema so spannend. Und das zeige ich jetzt ein bisschen anhand von, ich habe ein paar ausgesucht, die ich finde, weil sie erstens heimisch sind, weil sie gut zu uns herpassen und weil sie halt so richtige schöne Massenblüher sind. Das Lustige bei den Zwiebelpflanzen ist ja, allein schon, wenn du das anschaust, wie verschieden das sind. Die Pflanzen, die dann daraus entstehen, ja klar, sind genauso verschieden, wie wir alle anderen Pflanzen auch übers Jahr beobachten können. Und jetzt zeige ich einfach kurz ein bisschen, zum Beispiel da kennt jeder, bin ich mir sicher, das sind Krokus, das sind so liebe kleine Knollen. Wichtig ist halt, wenn du sie setzt, mit der richtigen Seite nach oben, war geschickt. Es gibt eine Seite, man sieht das ein bisschen, wo so Wurzeln sind, die kehrt nach unten und die andere, wo der Krokus austreibt, kehrt nach oben. Setzt es tief genug. So als Faustregel kann man bei den meisten sagen, dreimal die Hechen von der Blumenzwiebel, dass sie reinkehren. Also ein paar Zentimeter darf ich schon auf jeden Fall einsetzen. Krokus nicht zu trocken, der Boden. Und ein Tipp vielleicht beim Krokus noch, weil der Krokus ist einer von den wenigen, die sich sehr gut dazu eignen, dass ihr es in einer Wiese oder in einen Rasen setzt. Wenn jemand noch Rasenfläche haben sollte, dann kann man den Krokus da reinsetzen, weil wir haben ja alle noch mehr Blumenwiesen. Aber den kannst du wirklich in eine normale Rasenfläche setzen, aber darfst ihn erst mähen, wenn er eingezogen hat. Die Zeit müsst ihr ihm geben. Das ist dann meistens so Mai um und um, April, Mai, dann zieht er ein und dann kannst du ihn mähen. Ganz lässige Pflanzen. Ich war jetzt nicht im Hosenstall und habe mir dort die Hosenbämmerl geholt, sondern das ist wirklich eine Zwiebelpflanze. Das ist der Winterling, Erantis nennt sich der. Der blüht so leuchtend gelb, ganz prächtig, sehr früh im Jahr, super, super Bienenweide. Und bei dem würde ich euch eins empfehlen, tat den, bevor ihr ihn setzt, es kommt dann eh so ein wenig austrocknet vor, in ein Wasser einwerken, über die Nacht. Ein lauwarmes, zimmerwarmes Wasser, da lasst ihr es einen Tag drinnen und nachher setzt es erst. Und auch wieder tief genug setzen. Die können wirklich, ich sage jetzt einmal 5-6 cm sollten die tief rein. Der Boden nicht zu arm, also nicht wo es zu soundig ist, eher so einen frischen, doch einen durchlässigen Boden. Da jetzt einmal sagen, Sonne bis Halbschatten, da fühlen sie sich wohl, da taugt es ja. Ganz anders wieder haben wir da, die kennt ihr wahrscheinlich eh alle, konnte ich mir vorstellen. Das ist das, man sieht es eh schon, warte mal, die zwei, die tun wir vielleicht jetzt da zusammen. Das ist das große Schneekleckerl oder Märzenbecher, sagen manche. Und da haben wir das kleine Schneekleckerl, das Galanthus nennt sie sich botanisch, das ist Leucoium. Sind ziemlich ähnlich, haben ein bisschen andere Blüten vom Standort, beide gleich. Wollen eher, vielleicht habt ihr es im Garten irgendwo ein bisschen auf feuchtere Wiesen, ein nasses Eck. Da setzt ihr die hin, könnt ihr beide setzen, könnt ihr es auch mischen, überhaupt kein Thema. Ist wirklich eine super, super Bienen- und Hummelweide, weil sie eben so früh da sind. Ganz anspruchslos. Was haben wir noch? Naja, die kennt ihr wahrscheinlich, vielleicht sogar von der Zwölfin alle. Das sind die Narzissen. Bei Narzissen, in dem Fall ist es sogar eine dichte Narzisse, also das sind die Narzissen, die in Bad Aussee so schön blühen.
Wildnarzissen. Da muss man dazu sagen, so wilde Formen, die brauchen oft ein paar Jahre bis blieren. Das kann sein, dass die setzt und dass du erst in 3, 4, 5 Jahren Blüte kriegst. Also nicht verzweifeln und sagen, ah, das ist nichts Gescheites. Die brauchen oft, weil es Wildformen sind. Und passt vielleicht generell auf, wenn ihr Blumenzwiebeln kauft, keine gefüllten Sorten. Nicht so überzüchtete, was total gefüllt sind. Das mähen oder das brauchen unsere Insekten nicht. Da können sie sich nichts holen davon. Das ist immer dichter Narzissen. Wichtig bei den Narzissen, mindestens die dreifache Zwiebelhöhe tief setzen, dann sind wir sicher jetzt einmal bei 10 cm, eher setzt er das sogar 15 tief, das ist ungewöhnlich tief, das brauchen sie aber, die wollen nicht austrocknen, wollen einen frischen Boden und dann habt super Narzissen, auch die Wiesen vielleicht nicht ganz zu trocken und wieder auch das Laub einziehen lassen, da sind wir im Juni, erst dann ist das Laub einzogen. Jetzt habe ich noch 2 ganz besondere für euch aufgehalten, einer, das werden viele kennen im Garten, ich sage jetzt noch gar nicht, was sie ist. Ich zeige euch zuerst, wie sie jetzt ausschauen, weil vielleicht kommt es dann drauf, was für eine Pflanze das ist. Das sind so kleine weiße Zwiebelchen. Und so schaut die Pflanze jetzt da aus, um die Zeit. Jetzt ist so September um und um. So schaut das aus. Das ist ein Kugellauch. Und das Interessante bei dem Kugellauch ist, das ist eigentlich ein heimischer. Der hat so relativ kleine Kugeln. Ist super, super für so eher trockene, sonnige Böden, deswegen habe ich ihn da im Lavendel drinnen. Und der ist wirklich ganz unempfindlich, wird viele, viele Jahre alt. Außer eine Maus hat einmal zu viel Hunger, okay, kann man auch nicht verhindern. Aber ansonsten sind die echt wirklich super Zwiebelpflanzen und schauen auch ganz lieb aus von den Zwiebeln. Und da auch einfach ein bisschen aufpassen, was kommt oben und was kommt unten sein. So setzt es eine dreifache Höhe wieder, dann hast du nichts falsch gemacht. Und dann hast du eben im Jahr drauf ein super Ergebnis. Im ersten Jahr kommt aber nur ein Stängel. Das musst du vielleicht auch wissen, wenn wer enttäuscht ist. Also das ist aber wenig. Wart's zu, jedes Jahr werden es mehr. Eine super Pflanze, was ich euch echt ans Herz legt zum Setzen, ist das Buschwindröschen. Das kommt aber nicht aus Zwiebeln, sondern in so Wurzelschnittlinge. Wenn ihr das nicht gleich setzt, tut es in den Sand rein, da bleibt es dann feucht. Wenn ihr das setzt, tut es über Nacht in ein Wasser reinlegen, lauwarm, zimmerwarm, nachher setzen, weil dann treiben es williger aus. Und nicht so einsetzen oder so einsetzen, sondern einfach waagrecht hinlegen. Circa 8 cm Erden drauf, lockere, humose, kompostige Erden und nach unten auflockern, fertig. Dann habt ihr nächstes Jahr die schönsten Buschwindröschen unter an jeden Strauch im Garten, setzt ihr eins oder einen Topf rein, geht super. Ja, die meisten von euch werden wahrscheinlich eh schon mal oder vielleicht Zwiebelpflanzen gesetzt haben und die meisten setzen sie einfach in den Garten. Aber ihr könnt Zwiebelpflanzen sehr, sehr gut in Töpfe dazusetzen. Also wenn ihr Terrassen habt oder am Balkon, dann könnt ihr zu was auch immer ihr da reinsetzt in die Töpfe, super diese Zwiebelpflanzen dazusetzen, solange es halbwegs die sind, die da eben vom Standard her einigermaßen dazusetzen. Ganz ein heißer Balkon muss die richtigen nehmen. Wenn du dann Schottigen hast, nimm vielleicht eher was, was das Schottige mag. Und ich zeige euch jetzt vielleicht eine Pflanze, wo ich wirklich sagen muss, die ist herausragend vom Bienenbesuch. Das ist die Bergminze. In dem Fall ist die Sorte Triumphator, heißt halt so. Aber die bliert seit einem knappen Monat, würde ich mal sagen, und bliert bis zum Frost. Und es sind wurscht, wenn du vorbeigehst, es sind die Bienen um. Es ist unglaublich und das ist eine super Top-Pflanze. Die setzen wir und dann schauen wir, was wir da dazu kombinieren. Den habe ich mir ausgesucht, ist ein schicker Topf für die Terrassen oder wo auch immer. Aber ihr seht, der braucht ein paar Löcher, weil sonst sauft euch da alles an. Also unbedingt Löcher einbauen. Das machen wir jetzt gleich einmal. Die Töpfe ist so, werdet ihr wahrscheinlich eher alle wissen,
Nach unten hin soll das Material ausrennen können. Man kann da eine Lecker rein tun, zum Beispiel. Das sind diese kleinen Kugeln. Du kannst da auch einfach nur einen Kies rein tun. Ich sage aber, wenn die Töpfe nicht höher sind, wie ich sage jetzt einmal 25, 30 cm, ich tue gar nichts rein. Weil das rinnt sowieso durch. Und die Pflanzen in so einem verhältnismäßig für die Pflanzen trotzdem einen kleinen Topf ist froh um jeden Kubikzentimeter, was Erden drinnen ist. Also wenn ihr so kleine Töpfe habt wie der, die nicht höher sind, braucht es kein Drainagezeug unten rein. Es rinnt trotzdem durch, die durchwurzeln das. Also einfach mit, ich nehme einen ganz einen gut abgerotteten Kompost. Man kann ein bisschen Sand einmischen, dann kommt mehr Luft rein, aber auch nicht zu viel. Die Pflanzen vielleicht in der Natur mengen sehr, sehr mager. Aber im Topf ist es sehr lieber, wenn sie wirklich Nährstoffe haben, dass sie sich gut entwickeln können. Und das machen wir jetzt. Ich fülle den einfach so an. Das Einzige, was ich tue, nachdem ich da eine feste Zeitung habe, lege ich die unten rein am Boden. Die wird zwar irgendwann auch einmal verrotten oder was auch immer, aber am Anfang tut es mir einfach die Löcher andecken, dass man nicht alles rausschwappt. Fertig. Und bis die Zeitung hin ist, ist das eh schon alles durchwurzelt. Und dann fülle ich es an. Und nachher können wir sitzen. Man sieht, glaube ich, dass das ein selber gemachter Kompost ist. Da ist alles drinnen. Kann natürlich sein, dass wir nachher erwünschte oder vielleicht manchmal auch weniger erwünschte Sachen drinnen haben. Aber ich finde das oft ganz charmant, wenn ein bisschen was dazukommt. Muss ja nicht alles so steril sein. So, schauen wir mal, wie es von der Hecke her ist. Das passt schon ganz gut. Da mal die Bergminze da rein. Ja, man sieht, die ist recht schön durchwurzelt. Dass es vielleicht das Wurzelgeflecht ein bisschen aufschneiden, dann wurzelt sie sich schneller ein. Wenn es so wild verfützt ist wie da, da mal ein bisschen aufzwicken, mehr tue ich nicht. So. So, jetzt stellen wir die ein einmal da. Jetzt darf man natürlich, oder sollte man nicht vergessen, da gehören ja Zwiebelpflanzen auch noch rein. Und das passt ganz gut, weil das, was wird das sein? 10 cm. Jetzt können wir ein bisschen Erden auffüllen und dann legen wir die Blumenzwiebeln rein. Ich habe mich für den Winterling entschieden. Okay, ich hätte ihn theoretisch jetzt einmal warten lassen müssen, das müsst ihr euch denken. Tatsächlich, wenn ihr es daheim macht, er treibt dann einfach schneller aus. Man kann so auch einlegen. Und den legen wir dann da flächig rein. Und nächstes Jahr im Frühjahr wird das da ein schöner gelber Flor sein, weil die blüht erst ab Sommer. Da habt ihr dann eine lange Zeit, wo nichts ist und dann kann man das super überbrücken. Jetzt tun wir noch ein bisschen Erden rein. So, und wie ich vorher gesagt habe, mindestens die dreifache Höhe kann man sich aber ein bisschen denken von der Knullen. Zack, 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 das werden halt ungefähr so viel sein. So tief da das rein. So schmeißen wir es da rein. Da können wir jetzt einmal so richtig kreativ reinschmeißen. Da kannst du schon relativ viel rein tun. Ich sage jetzt einmal, für so einen kleinen Topf, 10 ist nicht übertrieben. Weil das ist nicht der Naturstandort, wo ich ja Zeit lasse, dass es über Jahre ausbreiten, sondern da will ich ja gleich im Frühjahr haben, dass das viel blüht. So, da brauchen wir auch nicht schauen, wo oben und unten ist. Beim Winterling, da ist es wirklich egal. Und dann füllen wir es an. Und dann zeige ich euch noch einen Spezialschmäh. Und damit das Ganze jetzt nicht so fad ausschaut, gut, man könnte theoretisch da noch was einsetzen. Wieso nicht? Setzen wir noch eine fette Hände dazu, dann ist es nicht ganz so langweilig. Und nachher tun wir es oben mit einem Sound abdecken, dann verschwarzt es euch beim Gießen nicht so und schaut einfach natürlich aus, wie wenn du die blanke Erde haben musst. So, die kommt noch dazu. Das ist übrigens eine Spezialform der fetten Henne, das ist nämlich die natürliche. Wie es draußen auch, wenn du da Glück hast, findest du es beim Wandern oder in den Wäldern. Und die bliert eben relativ dezent, aber die Hummel, für die schreit die oder für die Biene diese Blüte. Schaut nur für uns nicht so aus, ganz auffällig und bliert eben auch lang. So, die tun wir da dazu. Das ist ganz eine gute Kombi. Mögen beide den gleichen Standard. Und jetzt geben wir oben ein bisschen an Sand drauf. Fertig. Jetzt haben wir heuer was zum Schauen, weil die blüht wirklich noch lang. Und nächstes Jahr wird es dann spannend im Frühjahr, wenn das dann rauskommt. Ja, der Sand ist aus der Sandkisten von meinem Bauern. Ganz speziell. Nein, es kennt eigentlich, du kannst jeden Sand nehmen. Es ist wirklich wurscht. Du kannst da einen Kies nehmen.
Du kannst das auch kombinieren, also Sand mit Kies. Also man könnte zum Beispiel, ich hab ja alles da, das ist ja das Schöne. Du kannst also einen runden Kies und irgendwo das ein bisschen bereichsweise hin tun. So, es geht dann mit dem Gießen eh gleich nieder. So, und das war's eigentlich. Dann gießen wir es noch an und dann kannst du stehen bleiben. Und wie gesagt, die wird uns wirklich noch lange mit der Blüte, und das verspreche ich euch, wenn die halbwegs sonnig steht, es sind wirklich dauernd Bienen oben. Das ist unglaublich. So, da kommt noch eine versteinerte Schnecke dazu, weil die wollen wir ja. Vielleicht habt ihr jetzt auch so ein Blumenkistel wie ich. Ich habe auch Blumenkistel, das habe ich im Sommer gesetzt. Da könnt ihr nämlich wirklich um die Zeit super noch Zwiebeln einfach dazusetzen. Und ich setze jetzt da diesen Kugellauch dazu, den ich euch vorher schon kurz gezeigt habe, weil der mag es eben schön warm und sonnig, und das ist das Kistel. So, das ist jetzt so ein Kistel. Das wird bei euch ganz anders ausschauen wahrscheinlich. In dem Fall sind sogar alles heimische Pflanzen, haben wir im Sommer gesetzt, hat sich super entwickelt. Aber natürlich, nächstes Jahr wird das im Frühjahr alles ein wenig weg sein. Und wir haben da viel Platz dazwischen eine. Und da war es ja ganz lieb, wenn man diesen Kugellauch setzt, weil dann habe ich so Juni, Juli, kommen da dann diese lieben Käpferl auf und fliegen da drüber. Du musst halt einfach zwischendrin schauen, wo du noch reinkommst. Und da kommen wir dann diese, und bei dir ist das ja leicht, diese kleinen Zwiebeln rein. Ich nehme da so ein Pikierholzerl, aber da kannst du mit jedem anderen Holzerl ein Löcher reinmachen. Lass das reinfallen, zumachen, fertig. Jawohl, das geht sogar. Das ist ein bisschen eine Spielerei, aber es zahlt sich aus. Es ist heuer richtig erfreut in meinem Kräutergarten, nachdem es einmal ausnahmsweise viel geregnet hat, ist der Fenchel auf 2 Meter aufgeschossen, gibt richtig eine reiche Ernte. Was ja viel gar nicht so glauben, dass im Kräutergarten auch speziell im Herbst, Spätsommer ganz viel super Blütenpflanzen für Insekten drin sind. Fenchel war so eine, der blüht ja auch spät, Juli, August. Üsop war ganz hervorragend für so heiße Bereiche. Minzen, lasst die Minzen einfach durchblühen. Dank freuen sie neben uns auch die Bienen und die Hummeln und die Schmetterlinge. Aber jetzt ernte ich einmal diesen Fenchel, da freue ich mich nämlich schon, weil das wird heuer der erste Fencheltee für mich. Das ist jetzt der wunderbare Fenchel. Ich stehe da in so einer ätherischen Duftwolke, so soll es sein. Die Insekten, wenn er blüht, mengen extrem gern. Und der Schwalbenschwanzschmetterling, kennen wahrscheinlich eh die meisten, das ist ein ganz prächtiger, schöner Schmetterling, der legt seine Eier da auf. Und dann hat man hier und da diese knallbunten, riesigen Raupen auf dem Fenchel um. Das ist natürlich dann ein Klick. Aber jetzt gehört er mir, jetzt nutzen ich einmal als Nahrungspflanze und werde ihn da annageln. Da kennt ihr diese Samen, wenn die reif sind, man sieht es, das werden dann so kleine Kugeln. Also mal eine oben da. So schaut das aus. Nur mal zu beißen, dann hast du sofort dieses aus
Säuglingstagen bekannte Aroma im Mund, der Fencheltee. Ist ja, wenn man Bauchweh hat als Baby, kriegt man Fencheltee. Ist heute noch immer gut, weil der Fenchel eben so schonend und auch für kleine Kinder gut geeignet ist. Jetzt werden wir sich noch ein paar Minzen holen, damit wir diesen intensiven Geschmack vom Fenchel ein bisschen vielleicht, wie soll man das sagen, geschmeidiger machen. Außerdem haben wir dann eine richtige Wunderwaffe. Beide Pflanzen sind durch diese ätherischen Öle, die sie haben, antibakteriell und antiviral. Klingelt's? Super Geschichte jetzt um die Zeit oder überhaupt das ganze Jahr. Und außerdem finde ich, sind die Minzen einfach so schön, auch wenn sie blühen. Aber schauen wir am besten. Ja, beide Pflanzen, also sowohl der Fenchel als auch die Minzen, sind deswegen so ideal, weil sie halt sehr viel komplexe Inhaltsstoffe haben. Das merkt man zum Beispiel beim Fenchel, der wird viel hergenommen, wenn man so Atemwegsthemen hat oder eben, wenn man mal ein bisschen Blähungen hat. Sowas kommt ja vor, da ist der Fenchel super. Oder wenn du dann Husten hast und du kriegst den Schleim nicht rauf, dann ist der Fenchel super. Aber ich mag ihn eigentlich einfach so gern, weil er gut schmeckt, weil er sehr gesund ist. Ja, ist irgendwie, vielleicht erinnert es einen auch ein bisschen an die Kindheit, keine Ahnung, wenn man den Fenchel gekriegt hat. Und mit der Minze tut man den Geschmack einfach ein bisschen ja, geschmeidiger machen. Und die Minze ist ja auch wirklich eine sehr, sehr interessante Pflanze für ihre Inhaltsstoffe. Ist auch bei so Atemwegsthemen, das sind halt wieder diese ätherischen Öle, die da drinnen sind, sehr gut. Also kann man auch wieder vielfältigst anwenden. Der Fenchel zum Beispiel, ich glaube, dass er sogar blutdrucksenkend ist. Also ihr seht, viele komplexe Dinge. Wichtig ist nur, beim Tee, du kannst ihn sowohl frisch machen, ich mache ihn jetzt frisch, seht ihr da nicht, einfach überbrühen mit einem heißen Wasser. Es könnt ihr aber beide Pflanzen genauso gut trocknen und dann zum Beispiel über den Winter euer wieder, wenn es euch taugt, einen trinken. Beim Fenchel würde ich euch empfehlen, wenn ihr den trockenen vor allem nehmt, dann würdet ihr ihn mit einem Mörser ein bisschen anmörsern. Also nicht zertrümmern mit dem Mörser, sondern mit Gefühl einfach ein bisschen anklopfen. Ich mache es auch mit den frischen, ganz ein bisschen ein Täpscherl geben. Dann gibt er mehr von seinen Aromen frei und die Minzen einfach so dazu. Entweder beide mischen oder solo, wie es euch einfach taugt. So macht es. Fünf Minuten. Oder 4 oder 6, je nachdem, wie ihr es noch haben wollt. Jetzt lasst es einfach ziehen. Kosten wir sie schnell. Das ist halt ein Tee. Das ist ein Tee. Ich freue mich wirklich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Da wird es jetzt ein bisschen dauern noch, bis in Oktober. Dann haben wir eine wunderschöne Herbstform und dann schauen wir uns an, was mache ich eigentlich im naturnahen Garten, um den Winter fit zu machen. Weil das unterscheidet sich doch ein bisschen vom zugepflegten Garten. Und da gibt es sicher wieder ganz interessante, lässige Sachen. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Ciao, pfiat euch. Jetzt trinken wir unseren Tee.